Schön, dass ihr mich heute mal besuchen kommt in meinem Schrebergarten. Ich bin Botschafterin für Kinder stark machen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und als Botschafterin setze ich mich für euch ein und mache euch stark. Früher dachte ich immer, dass man ganz dicke Muckis haben muss, um stark zu sein. Heute weiß ich, dass es um die innere Stärke geht. Man sagt auch Willenskraft dazu. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass man öfter auch mal lernen sollte, Nein zu sagen, wenn man etwas nicht möchte. Es ist auch gut, dass man mal lernen muss, eine Herausforderung anzunehmen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann fühlt sich das richtig gut an. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Als ich noch ganz klein war, da war ich im Schwimmbad und habe mich nicht getraut, vom 1-Meter-Brett zu springen. Aber irgendwann habe ich mich dann doch mal getraut. Das hat sich so gut angefühlt und schon bald wollte ich sogar vom 3-Meter-Brett springen. So große Herausforderungen habe ich für euch aber heute nicht. Aber ich möchte gerne mit euch experimentieren, basteln und etwas Sport treiben. Und wenn ihr mitmachen möchtet, dann benötigt ihr Folgendes. Einen Beutel, ein paar Äpfel, Papp- oder Kunststoffteller, Knetmasse, kleine Holzkugeln oder Murmeln und ein Springseil. Das Praktische ist ja, dass ihr mich heute in einem Video im Internet seht. Und dieses könnt ihr jederzeit stoppen oder einfach zurückspulen, wenn ihr zum Beispiel noch ein paar Sachen jetzt besorgen möchtet. Und dann geht's auf jeden Fall weiter. Ich habe heute nämlich eine wirklich interessante Beobachtung gemacht. Als ich vorhin einkaufen war, habe ich wirklich eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Also, erst stand ich mit meinem Einkaufsbeutel da so rum und drehte mich so ein bisschen. Und irgendwie passierte nichts wirklich mit meinem Beutel. Der hängt einfach nur so da. Ein Augenblick später hatte ich schon ein paar Äpfel in meinem Beutel drin. Und dann hörte ich plötzlich die Stimme von meiner Freundin. Die habe ich schon länger nicht gesehen. Und deshalb habe ich mich ganz schnell nach ihr umgedreht. Was glaubt ihr, passierte? Hing der Beutel weiter einfach nur so hier unten rum? Oder hüpfte er vor Freude auf und ab? Nein, natürlich nicht, totaler Quatsch. Aber ich erzähl's euch. Achtung, ich mache es euch sogar vor. Ich drehe mich ganz schnell um. Oh. Seht ihr, was da mit dem Beutel passiert? Ich mache es nochmal. Er hebt ab und fliegt quasi richtig dolle. Haha, was haben wir denn da? Das ist das Prinzip der Fliehkraft. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Vielleicht in Verbindung mit einem Auto. Wenn ein Auto ganz doll um die Kurve fährt, dann drückt es einen manchmal so richtig nach außen. Das ist auch die Fliehkraft. Und man kennt sie in verschiedenen Bereichen im Leben. Zum Beispiel in einem Kettenkarussell vom Rummel. Ich habe natürlich kein ganzes Kettenkarussell jetzt hier, aber ich habe eine Kette und hier unten so was Ähnliches wie ein Sitz. Und das Kettenkarussell beginnt ja langsam an und jetzt schaut, was mit dem Sitz passiert. Er wird immer weiter nach außen getrieben. Das ist alles das Prinzip der Fliehkraft. Und diese Fliehkraft sehen wir in vielen Bereichen in unserem Leben. Und deshalb habe ich dazu sogar eine passende Bastelei mitgebracht. Ich nehme hier einen Kunststoffteller, den kann man öfter verwenden, und nehme eine Glaskugel. Achtung! Kleine Kugeln bitte immer so benutzen und aufbewahren, dass kleine Kinder oder Geschwister da nicht drankommen. Und jetzt rotiere ich mal mit der Glaskugel und ihr seht, was passiert. Die Kugel, die hüpft ganz schnell von dem Teller runter. Wie kann man das verhindern? Jetzt kommt unsere Knetmasse ins Spiel. Wir bauen jetzt hier an den Tellerrand so eine kleine Barriere, eine Steilkurve, sagt man auch dazu. Das könnt ihr jetzt an dem ganzen Tellerrand einmal so machen. Ich habe das schon mal vorbereitet. Guckt mal, so sieht es aus. Und jetzt wollen wir mal das Gleiche machen und gucken, was passiert.
Seht ihr? Die Kugel bleibt nun an dieser Steilkurve und fällt nicht mehr vom Teller. Auch hier haben wir wieder die Fliehkraft, wie wir es vorhin schon in unserem Experiment gesehen haben. Und ich habe noch eine tolle Bastelei für euch. Wenn ihr Lust habt auf ein Spiel, dann könnt ihr hier so ein Labyrinth auf einem Teller machen und dort die Kugel reinlegen und dann mit ein bisschen Geschick dieses Labyrinth vollenden, dass die Kugel in der Mitte landet. Das könnte ich auch stundenlang spielen. Aber jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Bewegung. Und auch bei unserer Bewegung haben wir wieder das Thema Fliehkraft. Nehmt alle euer Springseil und los geht's! Wer noch kein Springseil hüpfen kann, der kann das auch einfach nur schwingen. Auf der einen Seite mit dem einen Arm, vor dem Körper. Oder auf der anderen Seite mit der anderen Hand. Oder vielleicht auch einfach hier über dem Kopf. Und alle anderen, die Lust haben, mit mir Springseil zu hüpfen, die nehmen jetzt das Springseil in die Hand. Und wir legen los, indem wir erst einmal durchlaufen. Kennt ihr vielleicht von einem Bein auf das andere? Ich hoffe, ihr macht alle mit. Super! Und kurze Pause. Als nächstes probieren wir im Schlusssprung ganz normal zu springen. Achtung, los geht's! Vielleicht mit Zwischenhüpfer. Oder auch schneller, ohne Zwischenhüpfer. Super! Kurze Pause. Ihr merkt, ich komme schon außer Atem. Ihr hoffentlich auch. Als nächstes probieren wir mal, mit einem Bein zu hüpfen. Zuerst auf dem rechten. Achtung. Ein Bein hochheben. Ruhig mit einem Zwischenhüpfer. Und wir machen wieder eine kleine Pause. Als nächstes hüpfen wir auf dem anderen Bein. Achtung, bereit machen. Los geht's. Und weiter hüpfen. Und kurze Pause. Gut, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Jetzt probieren wir die Königsklasse. Der Doppelsprung. Ob wir das schaffen? Da muss man ganz schnell zweimal das Seil schwingen und hüpfen. Ich probiere es mal aus und ihr vielleicht auch. Ah, fast. Probiert ihr es mit aus? Achtung! Ah, fast! Ihr seht, das ist wirklich was für absolute Profis. Geht meistens auch besser, wenn man ein bisschen Anlauf nimmt. Und da war er. Ihr seht, ich kann auch nicht immer alles gleich auf Anhieb. Je mehr Übung man hat, desto besser wird's. Das war's für heute mit unserer Sportübung. Nach so viel Sport nicht vergessen, was zu trinken. Am besten Wasser. Das war's für heute aus meinem Garten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr könnt vielleicht von meinem Experiment oder meiner Bastelei erzählen, euren Freunden oder eurer Familie. Und wie gesagt, ihr könnt dieses Video ja jederzeit nochmal starten. Und wenn ihr noch ein paar Anregungen braucht, dann könnt ihr ja mal auf unserer Internetseite stöbern, www.kinderstarkmachen.de. Also, ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.